Guten Morgen, ich darf Sie alle zum Triforum 3, die Kategorie Digital Musics and Sound Art, begrüßen. Ich sitze hier mit unseren drei Gewinnerinnen: Jana Winderen, Gewinnerin der Goldenen Nika, Philipp Jack, eine Auszeichnung, und Apostolos Loufopoulos, ebenfalls eine Auszeichnung. Alle drei werden ihre Arbeiten präsentieren. Ich war gemeinsam mit Mike Harding, Markus Boffer, die beide hier sind in der Jury, Isabella Bordoni und Ludger Brümmer können nicht hier sein. Wir fünf waren die Juroren. Und ich möchte Ihnen zuerst ein wenig über die Vielfalt der Einreichungen berichten und dann unseren Preisträgern das Wort erteilen. In dieser Kategorie gab es 717 Einreichungen. Ich war schon letztes Jahr in der Jury. Und wiederum waren wir überrascht von der Vielfalt der Arbeiten: elektroakustische Musik, Soundinstallationen, Arbeiten, die auf Feldaufzeichnungen beruhten, verschiedenste Präsentationsformen, Konzepte für Musikinstrumente, bereits gebaute Musikinstrumente, aber auch Konzepte für neue Plattformen, Sonifizierung, eine große, große Vielfalt von Arbeiten. Es zeichneten sich einige Themen ab, und ein Thema war die Erforschung unserer akustischen Umwelt. Mehrere Künstler haben sich damit beschäftigt. Es geht ihnen darum, Bewusstsein dafür zu wecken, wie fragil unsere Natur ist. Lärmverschmutzung, Umweltverschmutzung war ebenfalls ein Thema. Wie wirkt sich das auf die Natur und die anderen Lebewesen auf unserem Planeten auf? Jana Winderen arbeitet ganz besonders in diesem Bereich. Ein weiteres Thema war das allgemeine Arbeiten mit dem Raum. Wie bereits erwähnt, gab es Konzepte für Musikplattformen, Netzwerkprojekte, die ebenfalls Klang und Musik einsetzen, um soziale und politische Fragen aufzuwerfen. Ja, das waren im Wesentlichen die wichtigsten Themen. Im Allgemeinen glaube ich sagen zu können, dass der Klang in unserer Gesellschaft eine immer größere Rolle spielt. Klang wird allmählich zu einem integralen Bestandteil aller Lebensbereiche. Jede Maschine hat ihr eigenes Sounddesign, und ich selbst habe erst vor kurzem herausgefunden, ich habe mir vor kurzem die Hand gebrochen, und ich war auf der Suche nach einem Programm, nach einem Sprachumwandlungsprogramm, weil ich nicht schreiben konnte, nicht tippen konnte. Und ich habe festgestellt, dass das ganz im Kommen ist. Wir werden lernen, unsere Maschinen mittels der Stimme zu manipulieren und zu manövrieren. Also Klang und Musik spielt eine immer wichtigere Rolle. Vor diesem Hintergrund glaube ich sagen zu können, dass die Digitalisierung überall stattfindet, aber nicht mehr ein Thema an sich ist. Digitalisierung allein ist nicht mehr interessant genug. Fast bei jedem musikalischen Prozess spielt die Digitalisierung mit. Und auch das war eine interessante Feststellung. Wir werden das auch bei den zwei Auszeichnungen sehen. Hier
spielen natürlich digitale Prozesse mit, aber die stehen im Hintergrund. Philip Jack wird uns seine Arbeit zeigen. Er arbeitet im Grunde mit ganz alter Technologie, aber die Digitalisierung spielt eine Rolle. Es ist eine organische Kombination verschiedener Technologien. Das war sehr signifikant. Mit dieser kurzen Einleitung möchte ich jetzt das Wort an Jana übergeben. Jana Winderen hat die Goldene Nika gewonnen für ihre CD. Haben Sie sie mitgebracht? Das Album trägt den Titel Energy Fields. Es kam bei Touch heraus. Wir waren alle sehr beeindruckt von dieser Arbeit. Ich möchte ein paar Gründe erwähnen, warum wir fanden, dass dieses Werk es verdient, mit der Goldenen Nika ausgezeichnet zu werden. Es kommt hier eine große Liebe zum Detail zum Ausdruck. Gestern habe ich ein langes Interview mit Jana gemacht. Sie hat erklärt, dass sie nach kleinen Klängen sucht. Das werden Sie ja gleich hören. Und was mich sehr beeindruckt hat, ist die Konsequenz, mit der Jana ihr Interesse verfolgt, ihr Interesse an diesen kleinen und kleinsten Klängen. Ich will da nicht zu viel verraten. Aber ich war auch beeindruckt von der Art und Weise, wie diese CD aufgebaut ist. Es sind drei Werke drauf, die einer Erzählung folgen. Die Geschichte baut sich auf, und das ist auch etwas, das uns als Juroren sehr beeindruckt hat. Und damit übergebe ich an Jana. Dankeschön. Zuerst einmal herzlichen Dank an die Juroren und an die Ars Electronica für meinen Preis, denn ich hatte bisher noch nicht Gelegenheit, mich zu bedanken. Okay. Yes, there's my website. So, yeah, my background. Ich komme sowohl von der Wissenschaft als auch von der Seite der visuellen Kunst. Seit 1993 arbeite ich mit immateriellem Material. Ich wollte nicht mehr an großen Objekten arbeiten und die Welt mit noch mehr Mist füllen. Touch hat mich eingeladen, die Arbeit Energy Fields zu machen. Ich habe 3 Jahre gebraucht. Ich war in Grönland zu diesem Zweck, denn ich wollte der Bewegung der Eisberge zuhören. Ein Freund von mir war gerade in Grönland gewesen und hatte mir davon erzählt. Und ich dachte mir, ja, das ist das Richtige für mich. Und ich bin dorthin geflogen. Ich arbeite seit vielen Jahren mit Installationen, mit interaktiven Installationen und anderen Formaten. Aber ich hatte nie eigentlich im Sinne eines Anfangs und eines Endes gedacht. Und daher habe ich Energy Fields als Geschichte entworfen. Diese Geschichte beginnt am Land mit den Klängen von Hunden und Raben. In Grönland gibt es mehr Hunde als Menschen, und im Sommer warten die Hunde ungeduldig, heulend auf die Arbeit, die im Winter für sie beginnt. Für mich war aber auch der Ort sehr wichtig. Ich wollte nicht die Klänge aus einem Archiv haben, denn mir ging es nicht nur um den Klang, sondern auch um den Ort, um die Menschen, die mir dort begegneten und die Geschichten, die sie mir zu erzählen hatten.
spiele Ihnen jetzt einmal den Anfang vor. Den Anfang der CD, um Ihnen die Stimmung der Kälte zu vermitteln. Ich finde es hier sehr warm. Okay. As you hear this rain. Ich muss Ihnen da im Zusammenhang mit diesem Raben etwas erzählen. Ich stand da und da saß ein Rabe auf einem Laternenpfahl und er hat hundeähnliche Geräusche von sich gegeben. Dieser Rabe war ganz nah und er hat genauso geheult wie die Hunde. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Dieser Rabe hat gelernt, dass wenn er heult wie ein Hund, dann kommen Menschen, solche wie ich, und bringen ihm Fleisch. Das ist eine Erfahrung, die ich über das Internet nie hätte machen können. Ich reise allein meistens. Denn das ist eine sehr konzentrierte Arbeit. Ich muss mich konzentrieren können und völlig fokussiert sein auf meine Klänge. Das ist ein Teil Grönlands, der zum Weltnaturerbe erklärt wurde. Da bricht das Inlandeis in Form von Eisbergen ab. Das sieht aus wie riesige Haushäuser, wie Blocks, wie Wohnblocks. Und die Klänge entsprechen der Größe dieser Eisblöcke. Hier sehen Sie meine Ausrüstung oder einen Teil davon. Ich verwende Hydrophone. Das Prinzip ist das gleiche wie bei einem Kontaktmikrofon. Diese Hydrophone erfassen sehr kleine Schwingungen mit dem Material, in dem Material, an das sie angeschlossen sind. Das sind empfindlichere und teurere Geräte. Da kann ich sogar die Klänge aufnehmen, die kleine Insekten von sich geben. Denn mir geht es darum, das aufzunehmen, was wir nicht hören oder empfinden können. Frequenzen, die zu hoch sind, die wir nicht mehr hören können. Oder Klänge an Orten, an die wir einfach nicht kommen, wo wir nicht hin können. Es gibt eine riesige Klanglandschaft unter Wasser, die uns gar nicht bewusst ist. Fische kommunizieren ja mit Klängen, aber es gibt auch Schalentiere,
die Klänge als Waffe einsetzen, um die Beute damit zu betäuben. Mit den Klauen wird eine kleine Blase erzeugt, und wenn diese Blase platzt, wird die Beute betäubt. Der Klang ist vor allem für die Lebewesen im Ozean wichtig, damit sie sich orientieren können. Da muss ich Ihnen noch eine andere Geschichte erzählen. Sie sehen hier meine Ausrüstung. Unmittelbar bei den Eisschollen. Und ich hatte ja das Gefühl, dass das nicht ungefährlich ist. Es waren wunderschöne Klänge, dieses Brechen von 1000 Jahre altem Eis. Und als ich dann den Hügel wieder hinaufging, da war ein Schild, das sagte, nicht weitergehen, extrem gefährlich. Dieses Eis schmilzt ja unter Wasser viel mehr als an der Oberfläche, und das kann eine enorme Tsunami auslösen. Das ist auch passiert ein paar Tage, nachdem ich dort war. Und wenn das passiert wäre, als ich dort war, würde ich jetzt nicht hier stehen. Ich würde da auch nicht mehr hingehen, aber so lernt man eben im Leben. Ich möchte Ihnen jetzt diese Klänge vorspielen. Wenn das Eis kracht und knistert und schmilzt. Ich habe das Hydrophon im Eis platziert. Ja, wenn Sie zum Konzert kommen, dann hören Sie davon natürlich mehr. Sie haben die Lärmverschmutzung angesprochen. Wo auch immer ich gewesen bin, im Norden, im Süden, überall auf dem ganzen Planeten ist die Lärmverschmutzung ein Problem. Das erste Mal, als ich dort war, herrschte Mitternachtssonne. Die Fischer waren ständig draußen. Und ich musste da irgendwann ein Zeitfenster finden, etwa 5 Uhr, 6 Uhr in der Früh, um Aufnahmen machen zu können, ohne den Lärm der Motoren zu haben. Ich spiele Ihnen jetzt ein Beispiel vor. Die Klänge, die von Fischen abgegeben werden. Wir nennen das auf Norwegisch Sei. Ich habe die Aufnahme in einem norwegischen Fjord gemacht. Da kommen diese größeren Fische herein, um Jagd zu machen auf die kleineren Fische. Because you can recognize the grunts, Sie erkennen dieses Grunzen. Das ist das typische Grunzen, der Sei. Ein Kabeljau oder ein Dorsch macht ein anderes Geräusch. And I have a sound here, which has also appeared. Jeder Fisch macht seine Art von, gibt seine Art von Geräusch von sich.
hier das Geräusch von Schnecken, die gerade fressen unter Wasser. And even you see there's sea. Sie sehen hier die Seeigel. Die geben mehr einen mechanischen Klang von sich. Während sie das Wasser filtern, hört man diesen rhythmischen, dieses rhythmische Sauggeräusch. Aber ich habe jetzt gar nicht Zeit, Ihnen das alles vorzuführen. Das sind die perfekten Aufnahmebedingungen. Das Wasser ist völlig still, völlig ruhig. Das erlebt man nicht so oft. Ich war in kleineren Booten unterwegs, auch in großen. Das ist das Schiff des Meeresbiologischen Instituts. Sowohl mit in diesem Projekt als auch mit dem Projekt mit Chris Watson habe ich mit diesem Meeresbiologischen Institut zusammengearbeitet. Ich wollte einfach mehr über die Wanderungen der Dorsche und auch oder der Kabeljaue und auch darüber erfahren, wie sie die Klänge produzieren. Sie verwenden ihre Schwimmblase dazu, vor allem wenn es zur Paarung kommt. Und mittels ihrer Schwimmblase können sie dieses Grunzen hervorbringen. Der Paarungsklang ist wunderschön. Das ist ein dumpfes Brummen. In dem Fall sind es die Weibchen, die sich die Männchen aussuchen. Man nimmt an auf der Grundlage des Klangs und nicht auf der Grundlage der Größe. Der Klang muss ihnen gefallen. Das ist... sind die Marine, die Meeresbiologen aus dem Institut in Bergen. Die beschäftigen sich mit den Ohrknöchelchen der Fische. Da befinden sich Jahresringe drin. Die sind nur unter dem Mikroskop wahrzunehmen. Sie untersuchen dies, um das Ökosystem der Barentssee untersuchen zu können oder erforschen zu können. Ich habe da sehr viel gelernt. Ich habe ja einen Hintergrund im Bereich Fischökologie, organische Chemie und so weiter. Und daher haben wir uns gut verstanden. Wir konnten gut miteinander reden. Obwohl da für mich eine Katastrophe passiert ist, denn... Das ist ja ein ziemlich kleines Gerät mit einem dünnen Kabel und ich wollte da, sie wollten ein Live-Interview mit mir machen vom Schiff und ich wollte ihnen meine Klänge übermitteln. Ich habe das Hydrofon ins Wasser gelassen und stellen Sie sich dieses große Schiff vor, das produziert enorme Wellen und eine Welle hat meine Ausrüstung an die Schiffswand geschlagen und dann war alles kaputt und es war keine Rede mehr davon, die Klänge zu übertragen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Acht Minuten? Gut, wunderbar. Ich habe ja so viel, dass ich Ihnen erzählen könnte, aber ich bin natürlich später gerne bereit, auch draußen Fragen zu beantworten. Vielleicht noch ein paar Worte zur Komposition. Die Komposition beginnt für mich schon draußen, vor Ort, wenn ich diese Klänge sehr konzentriert in mich aufnehme. Ich nähere mich an, ich spreche mit den lokalen Bewohnern darüber, wo es welche Fische gibt. Und dann
mache ich meine Aufnahmen, nehme das mit nach Hause. Da steckt sehr viel Arbeit drin. Ich habe 3 Jahre gebraucht, um diese CD zu machen. Denn man muss da sehr viel Ordnung machen in diesen Aufnahmen. Ich arbeite immer auf 3 Ebenen. Zuerst die Atmosphäre des Ortes, also der offene Raum. Und dann auf der 2. Ebene nähere ich mich dem Lebensraum an. Ich beschreibe schon etwas mehr und dann komme ich zu den Details, zu den detaillierten Klängen. Die einzelnen Fische oder die mittleren Frequenzbereiche. Und das lasse ich oft einfach so, wie es ist. Natürlich muss man da eine gewisse Ordnung hineinbringen und das auch arrangieren. Aber gleichzeitig findet da ein Processing statt. Ich schneide die hohen Frequenzen heraus. So gehe ich im Kompositionsprozess vor. Ich habe ja keinen musikalischen Hintergrund. Ich habe einen Hintergrund im Bereich der visuellen Künste. Die CD ist eine Geschichte, die hat einen Anfang und ein Ende und einen dramaturgischen Aufbau. Denn der Zuhörer soll ja bis zum Schluss daran interessiert sein, zuzuhören. Ich muss die Aufmerksamkeit des Zuhörers bis zum Ende fesseln. Und auch bei einem Konzert ist das so. Da braucht es eine gewisse Entwicklung, obwohl es natürlich unterschiedlichste Arbeitsweisen gibt. Die Zeitfrage ist auch wichtig. Denn ich muss sie ja bei einem Konzert zu einem bestimmten Zeitpunkt ersuchen, zuzuhören. Jetzt spiele ich Ihnen noch ein letztes Soundbit vor. Ich arbeite an einem Projekt, wo ich der Verschmutzung zuhöre. Davon will ich noch nicht zu viel sagen. Dieses kleine Lebewesen im Verhältnis zur Größe ist das lauteste Lebewesen überhaupt. Es ist ein Süßwasser-Unterwasserinsekt. I will stop there. Ja, das war's von meiner Seite. Dankeschön.